Moin und ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Runde hier auf der Old Streams Map mit mir, dem Chris LP. Jo, ich mache mich gerade auf den Weg zu unserem Endbetrag, denn ja, wir müssen anfangen zu sehen. Wir müssen unser Feld 1 bestellen, da werden wir heute mal beginnen, denn ja, das Heu kann ein bisschen draußen liegen, bis wir das wenden. Das da schon mal liegen bleiben. Ich habe noch eine Wiese gemäht, die Wiese 4, glaube ich, war das. Und ja, habe das Mähwerk ausgehängt, habe den Waldraum mal zurückgebracht zum Händler. Ja, er hat sich auch gefreut, dass ich den mal zurückgebracht habe. Machen wir mal Sojabohnen. Ja. Dann habe ich die Sämaschine rangehängt. Und ja, jetzt kann es losgehen. Wir werden jetzt erstmal hier das Vorgewende machen und dann kann hier der Helfer weiter auch machen. Brauchen wir ja nicht Ewigkeiten dabei sitzen beim Sehen. Das ist eigentlich normalerweise alles der Helfer. Die Reste müssen wir halt später dann wieder fertig machen. Ja, aber man merkt schon, dass der MB-Truck schon zu kämpfen hat mit der Sämaschine. Waldra kam doch voran mit dem oder besser vor allen Dingen. Ich denke mal, da müssen wir uns noch irgendwie was überlegen. Weiß zwar noch nicht was, aber irgendwie so ein 700er Vario wäre echt nicht schlecht. Ja, aber wir machen erstmal hier weiter. Wenn der Helfer gleich hier am Fahren ist, dann können wir auf jeden Fall das Heu wenden. Vielleicht sogar Schwadern anfangen. Das ist in den nächsten Parts gleich mal erfahren. Müssen noch am Händler was abholen. Die Reinigungsmaschine ist da. Oh, ich kriege rein. Die für den Futterdruck, die Maschine ist da. Das Anbraugerät ist da. Und ja, das sollten wir uns auf jeden Fall nachher noch auf den Weg machen und die abholen. Machen wir das gleich als erstes, fahren mit irgendeinem Schlepper hin. Case oder was. Hängt ja am Anhänger, den können wir ja weghängen. Nur schnell das Anbaugerät. Ja, aber sonst viel zu tun hier immer noch. Das Heu, dann dieses Ansehen, Gedöns hier müssen wir machen. Düngen müssen wir auf jeden Fall 4 und die 15 hier. Das Feld brauchen wir ja nicht mehr düngen. Das ist ja schon gedüngt durch ja, Ölrettich natürlich. Ja, gerade eben hatte ich einen Livestream, einen sehr schönen Livestream, musste ich sagen. Also sehr viele Zuschauer im Durchschnitt, so ungefähr 4 bis 6. War dauerhaft auch, also es war echt mal 8, mal 10. Es war echt ein geiler Livestream, hat echt Bock gemacht mit allen. Also es hat echt Spaß gemacht. Man konnte schön reden, schöne Themen waren es auf jeden Fall. Und ja, hat echt Spaß gemacht, weil wir live zu streamen. Und ja. Ich habe gespielt auf der Sandy Bay Farm. Ihr könnt gerne das den Livestream anschauen. Ich glaube, den Livestream habe ich in dem Zeitpunkt, wo das Video rauskommt, auf jeden Fall schon veröffentlicht. Und ja, könnt ihr euch den Livestream gerne noch mal reinschauen. War echt nice. Diesen Livestream werde ich auch weiterhin machen. Ich mache so ein kleines Projekt auf der Map. Die Map macht doch Spaß, einfach weil so eine alte englische Karte ist. Die hat halt irgendwie so ein Feeling wieder. Neuen Maps einfach, das macht halt wieder Spaß, einfach Gas zu geben können. Wie immer so auf den alten Maps rumzubauen. So, dann holen wir auf jeden Fall die Futterdruckreinigung ab. Das haben wir, glaube ich, vor zwei Parts mal gekauft, diesen Reifen, der sich drehen kann. Und den müssen wir halt auch mal abholen hier. Ja, genau, da hinten ist er schon. Nicht die große Welt gekostet 1000 und für 1000 oder 1500 was er gekostet hat, können wir den hier auf jeden Fall kaufen. Wie hat das Ding funktioniert? Ah ja, genau, hin und her senken und okay, gut, so funktioniert das wunderbar, sehr einfach, nicht schwer eigentlich. Machen wir den zum Hof. Mal gucken, wir schauen gleich mal in
den Stall rein. Vielleicht können wir den ja sogar verwenden schon. Und ja, dann können wir gleich Wenden beginnen. Spulen müssen wir natürlich noch. Weiß nicht, ob ich das eine Feld offline noch fertig sehe, Feld 5. Und dann erspulen oder mal schauen. Ist doch schon ein echt großer Klopper noch. Ah, wir kommen aber nicht voran irgendwie. Das ist beides so ein stagnierendes Verhältnis. Die letzten Krümelchen hier wegmachen. Wunderbar. Hier stehen lassen eigentlich. Dann ist er hier gleich drinnen. Ausmisten müssen wir, glaube ich, gar nicht. Oder müssen wir hier auch ausmisten? Oder geht das direkt hier in den... Angezeigt werden 305 Liter. Ich weiß gar nicht, ob wir ausmisten müssen hier. Sollten wir gleich mal ausprobieren, würde ich sagen. Schnappen wir uns auch hier den den Glas. Ach Gott, was mit dran? So, Gabel stellen wir hier hin. Schaufel, wo waren die denn gestanden? Ich glaube in dem komischen Ding drinnen, genau, wo der Drescher steht, da war die. Na, mal gucken, ob wir den Stall ausmisten müssen. Ich weiß gar nicht. Ich denke mal, dass wir den ausmisten müssen. Eine geile Sache auf jeden Fall. Natürlich wäre ein Kramer auch nicht schlecht hierfür. So. Wie kommen wir hier rein? Oh, ganz schön eng hier. Okay. Ausmisten müssen wir nicht. Das ist ja schon mal etwas, Gott sei Dank. Hat sich das schon mal erledigt. Eine Aufgabe weniger. Nicht, dass wir jetzt noch ausmisten müssen und solche Späßchen. Weil dann hätten wir doch... Boah. Dann können wir uns so einen Stallpfleger einstellen hier. Dann können wir den da vorne wieder abstellen, dann können wir doch jetzt Wenden fahren. Gott sei Dank. So, haben wir in unserem zweiten Ermittler. Ah, der ist fertig. Wunderbar. Licht ausschalten, sonst geht's auf die Batterie. Und los geht's. Wo fangen wir denn an? Aber fangen wir mal bei Wiese 4 an. Gehen nach oben, gehen und machen die Wiese 5 gleich. Fangen wir mal so an. Gucken, wie wir hier reinkommen. So, fahren wir rein. Einmal über den Hof. Ja, kleines Eckchen habe ich noch gemäht. Sollten auch noch mal zwei Ballen rauskommen, wohl, hoffe ich zumindest. Ja, und los geht's.
Ah, dann kriegen wir zumindest mal eine große Ballenmenge zusammen. Dann können wir Mischfutter produzieren für die Kühe, weil die fressen uns doch schon die Haare vom Berge. Im Kopf. Wie gesagt, und ja, haben wir gleich hier schöne Ballen wieder. Ja, Map-Umbau, ja, da hat mich einer angeschrieben von der Community, der liebe Fan-Fan. Muss man mich mit ihm vielleicht noch in Kontakt setzen. Vielleicht gibt es noch einen netten Map-Umbau, mal schauen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht suche ich mir noch eine Map mit so ein bisschen Produktionszeug. Ja, das Feld ist auch schon mal durch jetzt. Einmal ausklappen, einmal drüber fahren, das war's. So. Vorne weg, wunderbar. Zusammenklappen. Und los geht's. Ab zum nächsten Feld, nach oben. Zu Wiese 5. Hier müssen wir rein. Als Fußgänger. Ah! Mann, Fußgänger. Rödel. Und los geht's. Ja, besitzt dieses Feld natürlich wieder nicht. Dieser Bug, dieser schöne Bug. Einmal ranfahren, einmal nicht ranfahren. Ja, ich besitze dieses Feld wieder nicht. Natürlich mähen konnte ich es, dann auf einmal besitze ich es wieder nicht. Bin ich auch ein bisschen doof, dass es so weit rüber reicht. War eigentlich immer nur das ist Problem mit LS15, aber na gut. Das geht hier oben. Das Feld ist so ein bisschen problematisch. Ich werde das auch nicht mehr mähen, glaube ich, hier oben, weil nochmal zusammenlegen, das vielleicht, wenn ich ein bisschen an der Map rumtüffel, dass man hier oben gleich zusammenlegt, die ganze Sache. Weil wenn es da eh nur Probleme gibt mit hier und da und Kuckuckslei. Vielleicht pflügen wir die selber zusammen, die zwei Felder, dass wir die Bäume raushauen. Wollen wir doch einen Schredder jagen, natürlich. Und das haben wir gleich Hackschnitzel, haben ein bisschen Frost gemacht. Die Felder ein bisschen erweitern. Aber schöne Wände, muss ich sagen. Also für die kleinen Felder, Flächen reicht ja optimal. Siehst du, bis er das checkt, kannst du einmal hier reinfahren und wenden. Das ist dieser Trick. Ab und zu mal rüberschwenken, dann ist es auch gewendet. Ah, egal. Da noch drüber kämen. Jo, wunderbar. Sehr schön. Einmal zusammenklappen. Und ja, damit würde ich sagen, was das zu dieser Runde LS15 hier auf der Old Streams Map. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, wenn es hier weitergeht. Hier mit dem Wenden und Spadern und Ballpressen. Tschüss.